Wahrscheinlich ist sie irgendwie in so einem Raum, ganz in der Ecke, wo wir sie nicht sehen können. Das wäre ziemlich unfair. Okay, ich glaube, die muss da irgendwo sein. Es sei denn, das ist irgendwie ein Bug, dass wir jetzt nicht zur Laterne kommen. Oder wir stapeln wir einfach mal alles auf. Die wird ja wohl irgendwo sein. Können wir nicht ein Licht anmachen oder sowas? Ne. Na schade, aber die Laterne würde ja leuchten, ne? Doch, Licht, Licht, Licht. Hier. Jawohl. Nee, aber die Laterne würde ja leuchten, ne? Also dürfte die hier nicht sein. Schade drum. Können wir hier irgendwie ein Licht anmachen? Es ist ein bisschen blöd, so im Dunkeln rumzutappen. Es sei denn, wir müssen einen Schlüssel finden für diesen Schrank, der aus irgendeinem Grund nicht aufgeht. Da muss irgendwas hinter sein, das den Schrank zuklemmt. Würde ich jetzt mal so ganz krass behaupten, ne? Ja, schon auf der Leiche rumlaufen, damit sie auch gar nicht mehr aufstehen kann. Wir lassen ihr gar keine Chance aufzustehen. Mich würde jetzt interessieren, warum dieser Schrank nicht aufgeht. Wir haben im Journal Notizen Friday. So, when you find a lantern, look for some oil in the kitchen. Be careful. Moment. Kitchen. Dann ist das da oben, also gegenüber das die Küche, ne? Gut, wenn das die Küche ist, ist das eine ziemlich hässliche Küche. Beziehungsweise eine irgendwie voll. Das ist doch keine Küche. Das kann doch niemals eine Küche sein. Aber wir haben doch. Okay, jetzt bin ich etwas verwirrt. Eventuell ist da drunter die Küche. Da drunter. Da gegenüber. Hinter dieser Tür die Küche. Nur wir kommen einfach nicht ran. Das ist blöd. Aus irgendeinem Grund sagt mir dieses Bild, dass ich es bewegen soll. Dieses Bild sagt mir, dass ich es bewegen soll. Und es ist nicht dieser goldene Rahmen. Das Bild sagt es mir einfach. Ich habe die Macht, Bilder zu lesen. Bilder zu deuten. Okay, gehen wir zurück. Und untersuchen und schauen mal, ob wir hier irgendwo eine Küche finden. Das ist definitiv nicht die Küche. Das ist das Wohnzimmer. Das sieht schon danach aus. Da hat jemand nach der letzten Party sich gemütlich gemacht auf dem Sofa. Anscheinend war die Party sehr wild. So. Gehen wir einfach mal zurück in unser tolles, gemütliches Zimmer, das überhaupt nicht komisch aussieht. Wieso haben wir im Schrank keine Hemden? Laufen wir nackt rum? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Haben wir hier irgendwas? Hier ist ein Hammer. Och Mann, schade, ich dachte, den kann man aufheben. Verdammt. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, jetzt gut. Und hier ist nichts. Nicht wirklich. Okay, aber Gott sei Dank kann man ja bei solchen Custom Stories speichern. Gott sei Dank, man gibt den Save Point. Das reimt sich zwar nicht, aber es kommt aus selber hinaus. Und ich würde sagen, dass wir jetzt gleich. Wir machen noch einen Rundgang und wenn wir nichts finden, dann speichern wir. So wie wir sind und schauen mal zu, dass wir es in der nächsten Folge gebacken bekommen. Ich würde nämlich gerne weitermachen. Weg mit dir erstmal, weg mit dir. Nein, hier ist nichts. Hier auch nicht. Zu schade. Ich würde mich unglaublich dafür interessieren, woher dieses komische Geräusch kommt. Das interessiert mich gerade irgendwie am meisten. Hexentopf. Komm, damit schlagen wir die Tür auf. Nicht erfolgreich. Mist.
Okay, wir werden hier doch wohl irgendwo diese miese Laterne finden, ne? Oder wir müssen hier einfach nach irgendeinem Schlüsselfuß suchen. Immerhin gibt es hier zwei verschlossene Türen. Na du, wie geht's so? Schön steif, was? So ein Mist auch. Wir werden jetzt den ganzen Boden danach absuchen. Schön auf den Boden gucken. Schön auf den Boden gucken. Schön auf den Boden gucken. Immer noch auf den Boden gucken. Es hat sich nichts an der Tatsache geändert, dass man auf den Boden gucken soll. So. Ist hier hinten was? Nein. Wieso leuchten diese Pilze? Warum wachsen hier überhaupt Pilze? Was zur Hölle geht hier ab? Naja, okay. So, wir sind gleich mit dem Rundgang fertig. Ihr werdet das Video übrigens genau morgen zu sehen bekommen. Ich habe an der Qualität drastisch, beziehungsweise unglaublich viel verändert, da ich auf einen gewissen Kanal kommen möchte und da einfach noch was an der Qualität fehlt. Gut, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier. Wir finden keine Laterne und machen hier nur Müll. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. So, Leute, ich bin wieder da. Mit besserer englischer Grammatik. Und ja, alles, was so dazugehört. Und einem Ladebalken, der nicht lädt, da meine FPS-Zahl sich nicht ändert. Geil! Ich frage mich manchmal, gibt es eigentlich beim Ladebalken auch einen Ladebalken? Ich frage mich immer so eine Sinn, so einen sinnfreien Bullshit. So, okay. Wir sind hier im Keller. Haben hier alles umgeworfen. Und jetzt heißt Vandalismus. Und alles laggt. Ganz der Mikroruckler. Was können wir überhaupt machen? Werfen wir einfach so lange diese Kisten hier. Weil diese Fässer, da irgendwie sich dieses scheiß Regal hier oder dieser scheiß Schrank eben öffnet. Seit wann ist der da? Moment, da waren noch zwei Flaschen. Habe ich die gerade kaputt gemacht? Oh. Living Room Key. Okay, dann ist das auf jeden Fall nicht der Schlüssel für den Schrank. Es sei denn, da lebt jemand drin. Das wird auch erklären, warum vorhin die Sicht so auf den Schrank gegangen ist. Es gibt ja auch Menschen, die leben im Schrank. Aber hier gibt es keine Menschen, die im Schrank leben. Okay. So. Wofür wird das wohl sein? Wofür wird dieser Schlüssel wohl sein? Für den hier? Bestimmt. Weg mit dir. Buja! Okay. Das ist der Living Room? Ernsthaft? Ich hätte mir Besseres vorgestellt. Naja. Okay. I don't know why, but I got something they want. I need my lantern before in enter the forest. Before in. Dann wollte bestimmt schreiben, before I enter the forest. I don't know why, but I got something they want. Okay. What the fuck? Er ist hässlich. Komisch. Okay. Ist hier irgendwas drin? Nein. Und hier? Nein. Okay. Woher kommt dieses grausame Geräusch, das wir schon seit Anfang des Spiels hören? Oh, warum ist hier alles so dunkel? Sag mal, gab es in dem
Jahrhundert eigentlich noch keine Beleuchtung oder sowas? Und wieso liegt hier ein Bett auf dem Boden? Schläft hier jemand im Flur oder was? Die armen Leute, also wirklich. So. Boah, das sieht gut aus. Das sieht wirklich toll aus. Von der Grafik her. Gefällt mir. Die Laterne. Oh. Fuck. Da draußen ist ja jemand. Da kann aber nicht einschlagen, oder? Ja, und ich werde von... Oh, scheiße. Was war das denn gerade? Oh, Mist, okay. Forest? Ja, das ist natürlich der einzige Ausweg. Wir gehen in den Wald. Im Wald ist alles gut. Im Wald hört man jeden einzelnen unserer Schreie. Oh, wir sind hier schon im Wald. So hell? Oh, ist schon voll. Ach, diese tollen Geräusche, die mir total vertraut sind. Oh Gott, oh Gott. Das fühlt sich nicht gut an. Wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt geradeaus oder nach links oder nach rechts? Gehen wir einfach mal geradeaus. Wir werden schon den richtigen Weg finden. Wir folgen einfach dieser Spur. Okay, da entlang. Oh, da ist ein Haus. Da gehen wir mal hin. Komm. Oh, verdammt, diese Soundeffekte. Genial. Okay. So. Komm, du musst auch so viel Sportunterricht gehabt haben, dass du darüber springen kannst. Wie ist der da hingekommen? Der hat wohl auch versucht, über den Zaun zu springen, nur waren da noch Stacheln dran. Okay. Und da drüben? Hat da auch einer versucht, über den Zaun zu springen? Ah, da drüben. Aha, okay. So langsam füllt sich alles. Oh, hier. Da liegt was. I lost my key somewhere in the forest. I will be back soon, Simon. Welcher Idiot verliert seine Schlüssel? Gut, ich verliere meinen Schlüssel, aber das ist nebensächlich. So. Eine große Menge Öl aufgenommen. Er hat seine Schlüssel im Wald verloren. Exzellent. War das da drüben also seine Leiche oder war das nicht seine Leiche? Moment. Im Wald ist auch das Monster da, ne? Oh nein, das kann nicht gut ausgehen. Also gehen wir nochmal zu seiner Leiche. Wo ist seine... Ach so, Moment. Oh, der Wald ist so groß. Hä? Moment. Ah, da. Wie sind die immer nackt? Wer zieht die eigentlich aus, wenn ich fragen darf? Wenn das da der Leiche ist, dann müsste der Schlüssel ja irgendwo hier sein. Oder der Zombie hat den Schlüssel geklaut. Aber was will ein Zombie mit einem Schlüssel? Ihn essen oder was? Nee. Niemals. Oh. 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 Da kommen wir her. Dann gehen wir mal da lang. Ich glaub's nicht. Wir suchen jetzt wirklich einen Schlüssel im Wald. Wieso nicht gleich eine Nadel im Heuhaufen? Oder ein Heu im Nadelhaufen. Ich glaube, das Letztere wäre schwieriger. Ich bezweifle irgendwie, dass wir hier was finden. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bezweifle es irgendwie. Wahrscheinlich hängt der Schlüssel an irgendeinem Baum oder sowas.
Simon! Ich glaub's nicht, das ist der Schlüssel. Loge, Loge, der Loge-Schlüssel. Oder Lodge? Was heißt Lodge? Ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal, das soll sein Haus sein. Oder es ist der. Es ist das Tor, das wir da gesehen haben. Hoffen wir einfach mal, dass es hier ist. Komm. Jawohl. Das ist ein Haus. Da würde ich ja lieber im Wald schlafen. Lecker Brot. Schön grün. Ihr seht schon, das Brot ist gut gewürzt. So. Oh fuck. Oh Mist. Lass mich gerade. War ja klar. Das jetzt. Hä? Niemand ist hier. Wieso gehst du nicht auf? Hier ist niemand, den du suchst. Weil du niemanden suchst. Und hier niemand drin sein könnte. Du hast den einzigen im Wald getötet. Der liegt draußen und ist gegen den Zaun gesprungen. Und hat es nicht überlebt. Ich glaube, das Beste wäre es. Wenn erst diese elendige Tür einschlagen würde, da in die Ecke gehen würde, ich rausrennen würde. Was soll das denn? Oh Gott, wie machen wir das? Moment, wir speichern kurz. Wir sind direkt wieder da. Okay. Verdammte Tür! Verdammte Tür! Wir rennen einfach. Ich weiß zwar nicht, wo es lang geht, aber wir rennen. Wir rennen. Der kann uns doch gar nicht sehen. Theoretisch kann er uns gar nicht sehen. Theoretisch. Hallo. Ah! Boah, theoretisch kann er uns gar nicht sehen. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Das war nicht. Boah, so mit einem rechnet. Oh Gott. Theoretisch dürfte er uns gar nicht sehen. Egal, Leute, das war's. Für den jetzigen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Der Vex hier und ja, hier wurde es anscheinend zuletzt gespeichert. Das heißt, dass wir wieder zurück in das Haus müssen. Das ist aber halb so wild. Haben wir den Schlüssel? Jawohl, wir haben die Brechstange. Das heißt, wir können da im Prinzip gleich durch. Wenn wir jetzt doch den Weg finden würden. Ich glaube, da lang, oder? Wieso leuchtet dieser Baum? Ach, wegen dem Mond. Natürlich. Ich glaube, da, ja genau, hier müssen wir lang. Können wir das dann aufbrechen? Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Hua. Hua. Ja, okay. Genau, das mache ich auch immer nur Brecheisen. Nein, ich versuche nicht, die Tür hier aufzumachen. Ich wäre es dagegen und alles explodiert. What the fuck? Wow. Oh, ho, ho. Haha, ja. Sollte mich das beun... Ah, fuck! Wo? Wo denn? Ich sehe niemanden. Wo denn? Hallo? Wo denn? Ich sehe niemanden. Oh, scheiße, da. Das sieht aus wie ein Kettenhund. Ich glaube, ich habe es losge... Jawohl, ich bin's losgeworden. Episch. Wohin laufen wir gerade überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wir laufen richtig. Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto. Sag mal, laufen wir gerade aus der Map raus, oder? Wo zur Hölle laufen wir hin? Egal. Wer ist noch nie selbst einen langen Weg im Wald entlang gelaufen und hat am Ende dieses Weges eine Tür gesehen.
Okay. Die nicht aufgeht. Okay. Was ist das für eine Schleifspur? Das war ein bisschen unerwartet. Aber nur ein kleines bisschen. Ich glaube, wir sollten in eins der Häuser da gehen. Eventuell ist da ja irgendwo ein Schlüssel drin. Kann man ja nie wissen, ne? Da ist ein Haus. Ich glaube, wir kommen da hin. Ich bin mir nicht so sicher. Aber hier geht es auf jeden Fall lang. Oh, was ist da? You need a special key to leave the forest. Search for a metal tape. Table. Ein Metalltisch, der hier anscheinend. Wo soll der bitte stehen? Okay, ein Metalltisch. Interessant. Wo um Himmels Willen der auch immer stehen soll. Ich schätze mal nicht, dass der einfach so im Garten im Wald steht. Was ist das denn für ein Metalltisch? Also wirklich. Ich glaube, wir sollten mal da lang gehen. Bisschen Öl nachfüllen. So. Auf der Suche nach dem Metalltisch. Gehen wir mal da lang. Sag mal, wie viele Ecken gibt es hier eigentlich? Zu viele gibt es auf jeden Fall. Ein Metalltisch. Da hat sich der EC-Ichler was einfallen lassen hier. Puh, 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 okay. Da sollten wir schon mal nicht lang. Da ist nämlich nur die Tür, durch die wir nicht können. Metalltisch. Wieso nicht gleich eine Nadel im Heuhaufen? Oder ein Heu im Nadelhaufen? Wäre viel lustiger. Verdammt. Wir laufen hier gerade im Kreis. Also drüben ist ein Haus. Da ist ein Tisch. Okay. Kommen wir da irgendwie rein? Sonst ist. Jawohl, da kommen wir rein. Da ist ein Tisch. Und das ist ein Schlüssel. Jawohl. Aufgenommen. Key to your freedom. Genau. Oder K. Key, K. Key ist doch eigentlich nur. Obwohl, heißt das jetzt Key oder heißt das jetzt K? Laufen wir gerade richtig? Ja klar, wir laufen richtig. Wir laufen immer richtig. Immer dem Mond entlang. Oder dem Mond nach. Genau, so. Here we are. Jawohl. La Legion Noir. Ich hab's am Anfang falsch ausgesprochen. Ich hab euch Noir gesagt oder sowas. Black Legion. Made by Ezechiel. Special thanks to YouTube.com. Sounds. Soundbibel. Pest War 1349. Das ist ein Let's Player. AAD, Frictional Games, Mr. Deppelmann, Minecraft LPS 1375, CIS Sub 11, Frictional Games Forum und die Musik von Seinfeld 2 und. Ho I hope you never died. Nein. Doch. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde direkt zur nächsten Custom Story übergreifen oder beziehungsweise übergehen. Also, man sieht sich dann nächstes Mal wieder.